Wen das kalte Wetter noch nicht in Weihnachtsstimmung gebracht hat, der kommt hier bei der INFA in Hannover ganz sicher auf seine Kosten. Die Erlebnis- und Einkaufsmesse ist zurück und zeigt nicht nur die neuesten Weihnachtstrends, sondern auch das ein oder andere zum Thema Kulinarik. Und diese beiden Themen lassen sich wunderbar zusammenbringen. Zum Beispiel hier am Mandelstand. Zugegeben nicht wirklich innovativ, aber der hier ist es. Der Honig, den gibt's hier wirklich in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Aber warum eigentlich? Mitten in der Weihnachtshalle, da hätte ich, glaube ich, alles erwartet, nur keinen Honig. Wie passt das zusammen? Ja, eigentlich zu Weihnachten ist doch der Honig immer das beliebteste Lebensmittelprodukt. Man nascht den Honig, man kocht mit dem Honig, man kombiniert ihn, man nimmt ihn für die Gesundheit. Und deswegen gerade Honig und Bienenwachskerzen, das Thema ist Weihnachten. So gar nicht Weihnachten ist dafür aber die nächste Halle und diese kleine Erholungsinsel von Enke Eisenberg. Zen Shiatsu heißt das, was sie mit mir macht. Eine Körperarbeit aus Japan und die soll beim Stressabbau helfen. Das ist einfach das Besondere daran, dass man nicht defizitär auf die Menschen guckt, sondern eher schaut, wo sind die Potenziale? Wie kann man die Potenziale stärken? Sodass es zu mehr Entspannung und Fluss kommt, dass Stress reduziert wird und damit einfach die Beschwerden verschwinden können. Übrigens nicht die einzige Gelegenheit, hier zwischen den vielen Shops für etwas Entspannung zu sorgen. Bei 780 Ausstellern ist wirklich für jeden Geldbeutel was dabei. Das weiß auch Infosprecher Lars Pennigsdorf. Was sagen Sie zu dieser Argumentation? Ist es eine Hausfrauenmesse oder kann die INFA noch mehr? Nein, wir haben das Image der Hausfrauenmesse schon längst abgelegt. Und in meinen Augen gibt es auch gar keine klassische Hausfrau mehr. Sie sind keine Hausfrau, Sie arbeiten hier gerade, so geht es vielen. Wir richten uns an die ganze Familie, so kann man auch INFA bezeichnen, Informationen für die Familie. Und freuen uns genauso gut über jeden Mann und über jedes Kind, über Jugendliche, die hierher kommen. Und das sieht auch nicht nur der Veranstalter so, sondern auch die Besucher. Also ich sage mal, ist von allem was. Viel Deko, viel Schnökengedöns, was mich nicht so interessiert ist. Aber es gibt auch Sachen, die mich dann mehr interessieren. Man kann ganz gut bummeln, kriegt manchmal auch Anregungen, Deko-Anregungen. Das sehe ich immer ganz gern. Die neuesten Sachen. Naja, ein bisschen informieren, ein bisschen gucken. Ne? Die Frau wollte gerne auch hierher, deswegen bin ich natürlich dabei. Ja, bin auch schon fündig geworden. Modetechnisch habe ich mir eine Lederjacke gekauft. Wollte ich eigentlich erst gar nicht, aber jetzt habe ich eine schöne Lederjacke. Also ich war schon lange nicht mehr auf der Infa. Ich wollte mich einfach mal wieder informieren und einen schönen Tag haben. Vor Corona waren wir immer hier, 10 Jahre bestimmt. Und um Neuigkeiten zu, einfach um zu gucken und zu bummeln. Jede Menge Gelegenheiten dazu gibt es hier bei Deutschlands wohl größter Verbrauchermesse ja allemal. Und da darf Frau eben nicht nur schauen, sondern auch ausprobieren. Nach der ganzen Erholung bekomme ich hier schon fast wieder Hunger und deswegen werde ich jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen gehen. Für all die, die noch ein bisschen shoppen und bummeln möchten, die Infa geht noch bis zum 22. Oktober.